Willkommen zu einer weiteren Folge Texas Chainsaw Massacre mit Seth und Babbo. Hallo. Die beiden sind unten in der Beschreibung verlinkt und wir sind heute zu dritt und versuchen mal ein bisschen mehr als Killer klarzukommen. Deswegen freuen wir uns natürlich immer über Tipps und Tricks in den Kommentaren und später werden wir auch nochmal wieder in die Survivor wechseln und natürlich unsere Chats escaladen und sagen euch auch Hallo und Peace. Total süß. Und ja, ich bin ready. Ich habe Bock und finde dieses Game sehr cool. Ich bin gespannt, wie mich das jetzt heute mit den Killern fasziniert, wenn wir da ein bisschen besser werden. Seid gnädig mit uns, weil wir haben, also zumindest, ja, ein Papo ein bisschen mehr, aber wir zwei anderen haben noch nicht ganz so viel Erfahrung. Das ist nicht schlimm. Ja. Dafür haben wir ja die Kommentare hoffentlich gleich. Genau. Yes. Die werden uns richtig fertig machen. Ich habe jetzt schon Angst. Die Kommentare, die immer lieb und konstruktiv sind, nicht wahr? Na klar. Zwinker, zwinker. Okay, hier haben wir einmal schon mal Blut. Das nehmen wir schon mal auf, weil ich glaube, es ist wichtig, dass wir den Opa ja füttern. Ne? Chat stimmt. Kann auch helfen. Immer gerne Backseat Gaming activated. Mit Skillchecks geht das. Also ich werde jetzt erstmal draußen den Generator anmachen, damit die Leute hier nicht einfach... Oh, haben sie schon eine Tür aufgemacht? Gut, haben sie sich befreit? Ja, ja. Nee, die waren wahrscheinlich einfach laut. Okay. Wo ist denn unser Daddy? Wenn du mittlere Maustaste drückst, dann wird dir das angezeigt. Dann hast du so ein bisschen durch die Wände Sicht, damit du weißt, wo was ist. Hast du leider jetzt gerade nicht gesehen. Alles gut. Okay, wir müssen natürlich immer kommunizieren, wo wir Leute haben und es gibt ja verschiedene Ausgangsmöglichkeiten. Ich habe zum Beispiel das Sicherheitstor habe ich jetzt mit Strom versorgt, also beziehungsweise das Netz da drunter oder das Ding. Ich habe jemanden gefunden oder Leute, aber ich komme da nicht schnell genug hin. Ja, ich glaube, wir haben auch gerade eine Tür aufgemacht, ne? Ja. Au, die haben mir die vor der Nase zugeknallt. Was, das geht? What? Die haben mich umgenockt. Ich glaube, es ist nicht so gut, wenn wir das alles öffnen, auch für die, ne? Nee, du musst die wieder zumachen, auf jeden Fall, genau. Okay, warte, ich mach die wieder zu. Holy shit. Ich hab mich noch nie so... Oh, da ist jemand. Oh, da ist jemand, komm her! So, ich setz hier mal eine Falle, das kann ich auch. Okay, wie kann ich den jetzt... Wo ist sie denn? Muss ihn sehen. Warte, ich bin so gestört. Du musst ihn nur ein bisschen zersägen. Okay, ich komme jetzt ins Haus, ich hab für Opa Blut. Ja, ich hol mir auch ein bisschen Blut. Aber wie komme ich denn da hin? Noch ein bisschen Blut für Opa. Sehr schön. Haben wir eine richtige Portion, die ich ihn reinschütten kann. Ich weiß gar nicht, wie ich sie verfolgen soll. Hier, ich fütter dich. Bisschen Blut. Ich hatte meine Periode. Nein. Hast du nicht? Nein, ich sag's nicht. Ich schon. Ach, die sind über alle Berge. Wie, die sind schon über alle Berge? Sind die aus dem Keller schon raus? Ja, kann ich. Kann ich nicht die Treppe hoch? Ja, du kannst auch die Treppe hoch. Nö, kann ich nicht, die Leiter. Hä? Nee, du kannst Leiter nicht hochklettern. Du kannst nur Treppen machen. Hä? Ey, wo finde ich die denn aber? Was? Sind die schon weg? Oh, ja, ich komme aber nicht hinterher. Boah, fühlt sich das dumm an. Ich habe einen gefunden hier. Ah, okay, dann mache ich meinen Dampfi. Ah, ja, ich habe eine. Ja, verprügel sie. Jetzt muss ich den einen Eingang suchen mit der Treppe, oder was? Töte sie, töte sie, bring sie um! Ich versuche, sie abzudingsen. Oh, Großvater ist in Gefahr. Großvater ist in Gefahr. Warum? Was machen die? Sie ist nur durch die Tür gegangen. Okay, sie ist tot. Nice, einen haben wir schon. Okay, Homeboy ist weg. Nein, du musst sie umbringen. Sie läuft doch, töte sie! Oh, ich dachte, du hättest sie getötet. Nee, sie hat eine Kackfalle nur aufgebaut. Nee, das war meine Falle. Sie ist in die Falle reingetreten. Okay, sehr gut. Hast du sie? Hä, warte mal, läuft sie vorne? Sie läuft schon raus? Warte, warum ist die Tür hier offen? Ich habe keine Ahnung, aber hier unten sind auf jeden Fall noch Leute. Ja, einer ist noch entkommen gerade. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh no, oh, ich bin so dumm. Was denn? Ah, scheiße. Also tut mir leid, ich weiß nicht, wo ich durch den Keller rauskomme. Ich habe dich gerade gesehen. Du hättest einfach nur mir folgen müssen. Nee, ich bin doch bei den Überlebenden, die sind gleich beide raus. Aber ich meine, Seffi. Ja, aber ich hab dich nicht gesehen. Verdammt. Wir sind jetzt leider Ach, beide hier! Weg. Ja, I don't wir know. Wir haben den Strom hier nicht angemacht, aber das ist das Ding, ne? Wenn man die Map nicht kennt, dann weiß man nicht. Hier sind nämlich zwei Sachen, wo wir Strom machen müssen, damit die nicht rauskommen. Okay, also ich habe schon einen guten Titel. Dieses Video endet, wenn wir es endlich mal geschafft haben, alle umzubringen. Da ist jemand, aber wie komme ich zu ihm hin? Wo ist jemand? Ah, ich sehe es. Ich hab jemanden. So, wo mache ich den Strom an, aber ist die Frage. Aber der ist... Hä, wie kriege ich den denn dann?
Oder hast du jemand disconnected? Oder rausgegangen? Muss ich das da anmachen? Ich versuche es gerade mal rauszufinden, wo man hier den Strom anmacht. Oh mein Gott, ist das dumm. Da macht den Strom nicht an, okay. Ich fütter einfach Opa. Was bringt es da, wenn ich Opa fütter? Da wird der Stufe eine Stufe krasser, gell? Ja, dann schreit er häufiger und wenn er schreit und sich die Leute bewegen, dann sehen wir die. Ah, nice. Okay, ich hab jemanden, er geht in den Brunnen. Er ist jetzt im Keller. Also wenn okay. ihr in den Keller geht, dann könnt ihr den irgendwo abfangen. Okay, ich mach's. Ich komme halt nur durch einen Ausgang raus oder rein. Das ist ein bisschen, ich bin super beschränkt. Ja, in das Gefühl kenne ich. Ich komme. Okay, ich weiß leider nicht, wenn man hier den Strom anmacht. Das wird auch nirgendwo angezeigt. Das heißt, dieser Ausgang ist komplett. Mein Lehrer hat damals gesagt, ich bin beschränkt. Ja? Das Arschloch. Kannst du mir mal jetzt ein Foto von deinem Kontostand schicken? Ah, ich hab's gefunden. Du, nach Steuerabzug lacht aber der. Ah, okay, ja. Oh, okay. Da sagt der Welcome to Gemini. Okay, jetzt hab ich verstanden. Okay, irgendwer hat den Generator. Ich bin's nur! Oh mein Gott, du kriegst kein Friendly Fire an, ey! Ich wär's gewesen, ne? Ich komme, ich weiß nicht mehr wohin! Ich auch nicht, ich find den auch nicht. Warte, ich guck mal kurz, ob ich so Sense hab. Der ist schon lange wieder raus. Ich weiß nur nicht, wo ich hier hingehe. Ich seh gar nichts, ne? Ah, doch, da oben. Ah, nee, da gibt gerade einer von euch dem Opa Blut. Ich hab Opi Blut gegeben, ja. Gut. Der schreit jetzt wieder, vielleicht sehen wir ihn gleich wieder. Nee, der ist irgendwo, campt der rum, oder? Vielleicht hast du irgendwo versteckt. Der Sack. Ja, aber bestimmt nicht hier drin. Ich würde nur gern wieder rauskommen, aber wie gesagt, ich finde den Ausgang nicht. Naja, die also Metalltüren können die benutzen, ne? Ja, aber da sind nur Leitern dahinter. Ich kann nur eine Tür benutzen. Aber verstehst du? Warte mal, hast du das Geräusch da unten gemacht oder war es wieder anders? Das war hier kannst du raus, Seth. Guck mal. Da. Ja. Ich fütter mal, sorry, Daddy. Ich bin dumm. Alles gut. Daddy. Hier kann ich auch raus. Genau. Ah, nee, dann sind es doch mehrere Aufgänge hier. So, wo ist Obi? Du musst halt die richtigen Opa. Finden. Wenn du die Map nicht kennst, dann bist du halt los. Genau, ich würde auch sagen, wir spielen jetzt mal echt immer die gleiche Map, um mal ein bisschen zu checken. Das können wir leider nicht entscheiden, das ist das Problem. Ach so, echt? Hat jemand das Tor hier aufgemacht? Ich habe es wieder verschlossen, ich weiß nicht. Okay, dann ist er hier rausgegangen, ne? Oh, hübsch. Das heißt, wir müssen da hinten hin. Eventuell macht er gerade den Strom aus und dann kann er einfach rausgehen. Also ist er draußen, ne? Ich warte einfach mal hier draußen im Gebüsch ab, weil vielleicht rennt er einfach raus, dann kann ich ihn abfangen. Das wäre doch ein lustiges Surprise. So, mal gucken. Wir müssten jetzt halt gemeinsam irgendwie die Ausgänge überwachen, aber wie gesagt, ich weiß gar nicht wo und wohin. Ich sehe auch nur euch. Ne, ja. Ja. Okay, Strom ist an. Ich guck mal hier rein. Ist er hier drin? Nee, ist nicht da drin. Okay, wir müssen. Also, das Ding ist halt, was wir auch machen können: Opa halt füttern. Ja. Ja, ich habe halt kein Blut. Wenn er Stufe 4 ist, dann kann man sich nicht mehr vor ihm verstecken. Wenn er Stufe 5 ist. Okay, krass. Pulver sammeln. Wofür ist es Pulver? Ah, damit ich meinen Pusti-Pusti machen kann, ne? Meine Dampfwolke. Kann halt auch. Ich weiß noch nicht mal, wo der Opa ist. Der ist im Haus, ne? Ja, der ist im Haus. Oh, die haben die Dings genommen. Die Sicherung. Das heißt, vielleicht ist er beim Strom. Okay. Ich guck mal, ob er beim Strom ist. Weil, dass der so lange braucht, dann würde ne? Er Keller, den Ausgang nutzen. Ja, der ist halt genauso lost wie wir wahrscheinlich. Ja, deswegen, den müssen wir doch irgendwo finden. Komm schon. Ich weiß nicht, wo der andere Spawnpunkt für den Stromkasten ist. Das ist ein bisschen das Problem. Ich bring mal Opa nochmal Blut. Ja, das ist gut. Ich will das auch gerade, aber ich weiß nicht, wo der Opa ist. Ah, oben. Der ist unten. Großvater ist in Gefahr. Oh, dann warte mal, ja, ist der ja, der sticht ihn ab, der sticht Opa ab. Oh, ist los, er an wir müssen Opa retten. Oh, so ein Sturm. Nicht Opa. Hier war er gerade, ich weiß nicht, wohin. Ja, der ist das jetzt war, raus. Das war ich. Ach, das warst du. Dieses Schwein. Wo ist er hin? Er ist weggegangen in die andere Richtung vom Opa. Opa, ich kann, oh, so ein Schwein. Hier Opa. Irgendwo hin. Ah, da ist er doch. Ah, jetzt bist du. Wo ist das Schwein? Ich bin so gruselig. Ist der in der Kiste drin? Ich glaube, der ist wieder runtergerannt, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, wo. Dann fütter ich Opa jetzt auch mal. Ja, wenn es wieder geht. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Im mittleren Maustaste wird er dir angezeigt. Nee. Doch. Ich war aber rechts von mir noch ein Step drin. Alter, ich habe den oben gesucht. Okay. Okay.
Mal umgucken, seht ihr ihn irgendwo? Nee. Unten vielleicht? Ich weiß gar nicht, wie ich runterkomme, Alter. Die Map ist so verwirrend. Ich glaube, dass der tatsächlich unten ist, der Typ. Also ich glaube, der ist jetzt dann, nachdem er den geschlagen hat, runtergegangen, damit wir da jetzt alle hinrennen, was gar nicht so dumm ist, damit er seinen Stuff weitermachen kann. Aber... Okay. Ja, das Problem ist, ich weiß ja nicht, wo der Stromkasten ist. Der wäre halt jetzt wichtig zu rauskriegen. Ich glaube, der ist draußen. So war es jedenfalls letztes Mal. Oh, da hinten warst du das, Seth? Da hinten hat sich doch was bewegt. Oder wart ihr das? Nee, ich bin beim Opa. Wir sind alle hier. Ich gehe jetzt mal runter. Opa hat gar keinen Hunger. Ich gehe mal runter, weil ich habe so das Gefühl, dass der nach unten abgehauen ist. Einer müsste immer. Also wäre es gut, wenn einer unten ist, einer im Haus und einer draußen. Ich glaube, unten ist egal. Von unten kannst du nicht abhauen. Also, wenn. Ah, ich habe den. Nee, das sind ja Stromkasten. Ich finde die Map ein bisschen groß immer. Warte mal, ich habe ihn gefunden. Ich habe ihn gefunden. Wo? Er ist bei der Hintertür. Er ist jetzt wieder im Haus drin. Er läuft. Dann kommt er doch bestimmt gleich. Oh, er ist in die Kühlkiste, gegangen. Oh, nice. Töte ihn. Ja, ich hol ihn raus. Töte ihn. Komm her. Bring ihn um. Ich hab dich gefunden. Ich will zugucken. Ja, jetzt möchte ich aber abgestochen hier. Will. Oh, ich höre das gerade. Ich komme jetzt dazu. Da rennt da doch die kleine Sau. Jetzt ist er runtergefallen. So, yes. Ich gehe runter. Let's go. Ja, geh ihm hinterher. Kann er nicht runter. Jetzt geht's richtig aufs Maul. Wo ist der kleine Sack? Wie langsam und genüsslich ich da auch runtergehe. Das ist echt faszinierend. Komm mal hier die Treppe hin. Hab ihn gesehen. So, ich hab ihn mit meinen Furz. Ja, deine Stinkewolke. So, jetzt reicht's. Ich hab ihn getötet! Hast du ihn? Ja! Nice. Ich muss sagen, es macht wirklich Spaß, die umzubringen, weil die einen so aufregen. Wow, sehr gut. Lecker. Damit werden die Moralgrundsätze für diese Aufnahme auch geklärt. Genau. Starkes Ding. Geil. Ich glaube, wir kommen rein. Vielleicht sagen ja eure Leute im Chat ja auch irgendwas, was passt. Nächste Runde. Komm, wir probieren es gleich nochmal als Killer. Wir müssen jetzt gut werden, Leute. Also ich bin gerade nicht live, aber ich nehme nur auf. Ja, aber halt für uns okay, so. Okay, Frechheit. Also Leute, wenn ihr Tipps habt, immer rein in den Chat. Ey, Baba spiele ich nicht mehr. Das fühlt sich so zum Kotzen an. Aber Baba ist richtig, richtig stark. Nein. Du fühlst dich die ganze Zeit wie eine wandelnde Vollkatastrophe, weil du, die gehen halt durch alle Ritzen durch und ja, du musst find ich auch. 2 Kilometer drum rumgehen. Dann gehen sie unten durch so ein Ding, dann brauchst du 3 Jahre, bis du das kaputt machst. Ja. Ist so dumm. Das es fühlt sich einfach auch. So kacke an. Das finde ich auch blöd, weil du bist halt einfach immer, du musst immer die ganzen Wege perfekt kennen, damit du weißt, wie du überhaupt wieder in den Raum kommst, wo die gerade reingeschlüpft sind. Also kannst du ja vorher kaputt machen, aber das ist halt nicht fun irgendwie. Also jemand sagt im Chat, einer sollte immer den Opa bewachen. Deswegen würde ich sagen, da wir 3 Killer sind, dass wir immer so machen, in der Etage, wo der Opa ist, ist immer ein Killer von uns und campt einfach alles ab. Dass wir immer in einem Bereich einen Killer haben. Draußen, im Haus und im Keller. Was meint ihr? Ist die Taktik gut, dumm? Aber warum sollten wir den Opa beschützen? Also richtig helfen tut er auch nicht. Ich finde schon, oder? Okay, soll ich jetzt Opa gehen? Ja, also ich nicht. Also wir müssen ja auch nicht Leatherface spielen, ne? Doch, müssen wir. Müssen wir? Ja, es muss Leatherface geben. Was? Naja. Das ist ja bekloppt. Ich wähle das mal alles aus jetzt hier. So. Okay. Dann auf, was gibt's hier noch? Habe ich hier irgendein neues Perk? Nein. Du musst erstmal auf Fertigkeitsbaum geben, Gnu. Und dann kannst du da Punkte verteilen. Und dann kriegst du neue Punkte, um bei Ausrüstungssätze deine Stärke und sowas zu erhöhen. Okay. Also in deinem Chat steht, Gnu, der Opa muss nicht unbedingt bewacht werden. Nee, glaube ich auch nicht, dass das gemacht wird. Meist nicht so weit von den Ausgängen weg. Und den kann man eh ablaufen. Das Ding ist, ihr geht davon aus, dass wir die Maps kennen und wissen, wo die scheiß Ausgänge sind. Mhm. Ich bin noch nie entkommen, ich weiß nicht, wo irgendwas ist. Ja, das ist das wirklich das Problem. Also ich glaube, bei der Tankstelle gibt es einen Ausgang, da müssen wir auch Strom anmachen, damit quasi so ein elektrisches Feld unter dem Boden ist, damit die da nicht rausrennen können. Mhm. Das müsst ihr halt machen am Anfang. Das ist halt eure Aufgabe ganz am Anfang von dem Spiel. Dann ich muss halt im Keller einfach Stress ready, machen. Wenn ihr ready seid. Okay. Yes. Wir brauchen ja eh noch einen Survivor, aber... Okay, das heißt, wir müssen jetzt, also, was meinst du, können nur wir machen als Killer? Ne, ihr müsst halt quasi das
das Grundstück vorbereiten. Also ihr müsst halt die entweder ist es eine Autobatterie oder es ist ein Generator, müsst ihr anmachen, damit halt da der Strom läuft, damit die da nicht rausrennen können. Dann könnt ihr Schlösser anbringen oder ja, Sachen kaputt machen oder Sachen abschließen und so. Dann könnt ihr Blut sammeln, dem Opa das geben. Und sobald ihr aus dem Keller raus sind, müsst ihr halt dann schauen, dass ihr anfangt, irgendwie so abzulaufen. Ventile und den Stromkasten und da, wo man eine Sicherung herbekommt. Genau. Ich weiß aber nicht, wo das ist halt. Müssen wir die Maps noch lernen. Ja, müssen wir die Maps noch ein bisschen lernen. Füttere Großvaters Blut. Jage Opfer, nimm ihnen Blut ab. Und was war nochmal das erste mit dem Schloss? Das ist du sollst den Generator finden. Okay. Genau. Also entweder das ist im Kofferraum von einem Auto oder das ist so ein roter Generator. Und der Generator macht für uns was? Der macht den Strom an, dass die Leute da nicht einfach aus dem Ausgang rauskommen. Okay, geil. Gut, wer sucht den Gen? Erstmal alle oder ich glaube, ist am Anfang am wichtigsten, oder? Ihr zwei, ich bin ja im Keller. Okay. Wir suchen den beide, weil ich habe nebenbei auch noch Fallen zu setzen. Okay, let's go. Oh. Mal, kann ich den irgendwie mit meiner Ding sehen? Mit meiner ich schalte hier irgendwas an. Warte mal, ich bin direkt neben irgendwas gespawnt. Ich sehe es gerade, das sieht gut aus. Ja? Warte, ich folge mal. Ja, weil das ist nämlich, das ist, glaube ich, hier auch das Tor. Und das ist jetzt, glaube ich, elektrisiert. Sehr gut. Okay. Hoffe ich zumindest, dass du es jetzt nicht ausgeschaltet hast. Nee, ich glaube, das sieht gut aus. Gut. Ich hätte mal das nochmal. Aber das war ja gemacht. Nicht der Generator, ne? Ich gucke sonst trotzdem nochmal weiter. Ich muss mal schauen, wo ich vielleicht noch eine Falle legen könnte. Es gibt auch einen Ausgang im Keller wieder. Das heißt, wenn die Sicherung halt angemacht wird, dann ist im Keller der Ausgang. Das ist, glaube ich, auch immer gleich auf den Maps. Und nimm's gerne das Blut schon mal mit, Seffi, wenn du es irgendwo findest. Ach so, ja. Falls ich es nebenbei krieg. Ja, genau. Es liegt hier manchmal überall rum. Ja, man hat ja so eine Aura-Fähigkeit, ne? Genau, und leise, ne? Daran sehen wir, also da sehen wir auch alles, was wir brauchen. Wenn wir diese Fähigkeit machen, sehen wir auch, wo die Ventile sind und alles. Das müssen wir jetzt kurz aufschließen. Hast du jetzt da was angemacht? Müsstest kurz für uns aufschließen, komm mal durch. Okay, jetzt haben sie wahrscheinlich einen Ausgang, einen Kelleraufgang aufgemacht. Und dann mache ich die Tür zu und schließe ab. So, okay, immer abschließen. Ich sehe einen im Keller, okay. Ja, ich auch. Ich mach mal hier eine Falle hin. Immer schön abschließen, wenn ihr was seht, ne? Also wenn ihr irgendwas öffnet. Naja. Also reicht es wieder zuzumachen, oder? Oh, ich kann die Fuse vergiften, das ist ja geil. Oh. Ja, das habe ich auch bei der letzten Folge festgestellt. Das ist nice. Geil. Was war denn das jetzt? Meine Kettensäge ist einfach ausgegangen. Okay. Ich habe jetzt meine drei Fallen erstmal verbraucht. Okay, ich gehe jetzt mal. Geh mal zu Oba, der kriegt jetzt mal ein bisschen Blut. Hier, Babybär, ein bisschen Blut aus meiner Gebärmutter. Das ist wirklich ekelhaft. Aber ihm gefällt's. Okay. Ach, wie kann ich das jetzt zumachen? Pulver einsammeln, immer gut. Ach so, abschließen muss man extra machen. Also die sind schon irgendwo raus, ne? Das heißt, ich werde es auch den Keller verlassen wahrscheinlich. Ja. Naja, ich geh mal suchen. Schau mal. Oh, war da gerade jemand? Ja, ich höre irgendwen. Da, warte mal. Da ist doch jemand. Ach, das warst du. So, wie kann ich dieses abschließen? Okay, nee, wir haben, glaube ich, gerade wirklich jemand gesehen, ne? Weil sie ja gerade gesagt hat, hey, Sweetie. Ja, das warst du. Also, ich habe dich gehört. Halt. Ah, okay. Das hat nicht funktioniert. Ah, da hinten, Andi, das bist du. Aber sie hat gerade gesagt, hey, Sweetie. Das heißt, ich glaube, da ist gerade wirklich jemand an uns vorbeigelaufen, den wir nicht gesehen haben. Baba. Ja. Wie du hier einfach durch die Gegend rennst, das sieht so lustig aus. Hast du deine Fallen schon gestellt, Seth? Ja, habe ich, aber eher auf der anderen Seite der Map. Oh, da ist jemand hinter dir. Da ist eine, ich hab's gesehen, ja. Tötet sie. Bringt sie um. Ah, oh, andere Seite. Sie ist hier rein, ne? Ja, ich... Sie rennt runter. Von hier. Sie rennt runter, ich seh sie. Achso, sie rennt den Keller so runter? Ich bin so lahmarschig, ja, ist furchtbar. Ich bin so lahm gegen die, ne? Nee, du nicht. Aber ich bin so lahm gegen sie, das ist furchtbar. Ich glaube, ich habe noch einmal Blut mit. Shit. Das ist gut. Ich weiß nur nicht. Okay, ich glaube, wir sind auf der einen Seite der Map. Hier ist schon dieser Ausgang. Ich weiß jetzt nicht, wo der Opa ist. Wo ist er denn? Ich habe sie schon mal gehittet, das ist gut.
Sie läuft weg. Ich hante sie, aber ich glaube, sie lenkt mich ab. Deswegen macht ihr euren Job schon mal weiter. Sie rennt wieder hoch. Sie kommt wieder hoch. Oh, okay. Sie kommt durch den Schlitz. An der gleichen Stelle? Ja, sie ist durch den Schlitz. Seht ihr, wo ich bin? Ich sehe sie, ich sehe. Tötet sie. Bringt sie um, bringt sie um. Ja, du bist leider näher. Okay, ich glaube, sie springt jetzt gleich in den... Ich führe Großvater nochmal. Wenn sie, okay, wenn sie rennt, unten, dann siehst du sie. Sie ist jetzt unten. Falls ihr unten seid, killt sie. Sie ist da runtergegangen, wo der... oder ich gehe sonst selber runter. Ich erledige das. So, Snitch. Oh, da hinten. Ich sehe jemanden. Vergift jetzt mal ich alles. Ich glaube, im Haus drinne. Vergift. Okay, hab die Tür zugemacht. Not sure. So, who's that girl? Oh, ah, ich sehe sie, ich hab sie, ich hab sie, ja. Girl, don't fool around here. Bist du im Keller gewesen? Ja, ich bring die jetzt um, die nervt mich. Die rennt mir hier so langsam weg. Das ist wie, als wenn die jetzt... Also, sie will einfach nicht sterben. Ja. Das kotzt mich an. So, ich häng da jetzt am Arsch, jetzt reicht's mir. Boah, ich hab die Person leider nicht gefunden, die ich hier gejagt hab. Ja, ich würde gerne mal einen anderen Aufgang suchen. So, wo ist denn die? Ist jetzt den durchgeschlüpft. Kann ich nicht nutzen. Hm. Ich hab sie verloren, leider. Ach, ich bleib schlimm? Mal hier Richtung hinterm Haus. Ja, ich glaube, wir sind die ganze Zeit auf der einen Seite der Map. Die werden wahrscheinlich gerade auf der anderen Seite entkommen. So, das ist ein bisschen ass. Ach so. Naja. Ich weiß halt nicht, wo die andere Seite der Map ist. Das ist das Problem. Ich weiß nicht, wie man hinkommt. Da, wo wir gespawnt sind, meinst du? Okay. Ich weiß gerade null, wo ihr sie seid. Sie ist noch unten im Keller. Ich komme jetzt aus dem Keller raus. Hab sie gefunden. Ja, gut. Ja, ich höre. Die mit dem blauen Oberteil. Ja. Gut, töte sie. Ich gebe jetzt Opa nochmal eine Ladung. Loot. Okay, gib mal. So. Aber eine ordentliche Ladung, hey. Wow, look at this. Da richtig viel rein in den Kessel. Ich schaue mich um. Also, eines noch im Keller, aber ja. Ist eigentlich voll genial, wenn du dich hier als Killer einfach versteckst im Gebüsch. Und wartest. Hä, schreit er nicht? Nee, er schreit nur, wenn du ihn hochlevelst. Dann schreit er direkt. Ist eigentlich echt cool, wenn du hier einfach nur wartest und dann... Ach du! Oh mein Gott! Ich bin... Mach nicht diesen! Einfach auf dich eingeschlagen. Oh, wen höre ich denn da? Oh, da. Sie halt niemand. Ist meine Freundin schon lady. Wieder. Sie ging wieder runter. Shit. Fuck! Ich gehe runter. Boah, das nervt mich so sehr. Ja, das macht richtig aggro, ne? Ist sie wieder im Keller oder ja. Was? Ja, die ist runtergejumpt, hätte keine Chance. Ah, ist sie in den Brunnen gesprungen? Ja. Ah, scheiße, dann hätte ich sie abhauen können. Hätte ich hinterher. Also doch. Ich hab also, sie, ich hab nein, sie. Ich weiß wohin. Nice. Ich hab Kellertür auch zugemacht. Also die Killer sind aber auch echt extrem lahmarschig, ne? Das ist schon sehr nervig. Ich hab einen gefunden. Okay. Dass ich die auch nicht treffe, ne? Ist unfassbar, ne? So, wieso komm ich... Ist schwierig! Ja. Stecken auch viele Hits ein, aber ich bin auch ein relativ schwacher Charakter. Super nervig. Hab ich sie nicht getroffen? Oh, da ist wer, da ist wer, da ist wer. Also ich hante sie unten noch. Ey, dass ich hier nicht rüberkomme, ne? Weil da ich da Leatherface brauch. Da kommt noch jemand. Oh, ich hab eine, yes. Mit so einem blauen Shirt. Ja, töte sie, genau nee. Die. Kein blaues Shirt, weißes Shirt. Ah, ich hab sie auch, sehr gut. Nice, sehr gut, sehr Slash. Gut. Slash, Slash, Slitz, Schlitz, Schlitz, Schlitz. Oh, jemand ist entkommen. Das no. Gefällt mir gar nicht. Dass ich auch immer so lahmarschig bin hier, ne? Das ist so super nervig. Guck mal, wie lahmarschig ich laufe, anstatt dass ich sie jetzt mal... Hier ist doch eine. Hier! Hier, oh nein, sie entkommt! Hier, ich wo sehe so euch nicht. Ein Geräusch ist. Ihr könnt mittlere Maustaste drücken, dann seht ihr, wo die anderen sind. Oh, es ist nervig. Also als Killer ist mir echt sperrig und so unlogisch sperrig auch noch. Finde ich. Also so richtig nervig. Dies kommt jetzt hoch, die Leiter. Jage das letzte Opfer. Ja, I don't know. Die ist jetzt gerade, glaube ich, hier entkommen, die Sau. Ah, da ist. Nee, da ist sie nicht. Ja, yeah, die geht wieder runter, springt in den Brunnen. Boah, super nervig. Also vor allem wie sperrig. Also, dass ich dann auch so lahmarschig werde. Das ist ja. Also, hier sind die nicht lang gelaufen. Welchen Ausgang haben die denn genommen? Sieht man das? Nee, so, das sieht man nicht. Das wäre auch unfair. Granny hat nochmal also Bock. Ich geh nochmal in den Keller runter, weil da ist auf jeden Fall jemand. Ja, ja. Dann camp ich mal hier, weil die kommen immer hier hoch. Jetzt gibt's nämlich... Du läufst wie so ein Gestörter hier rum einfach nur. Meinst du mich? Ja. Oh Mann, ey. Geil.
Ich gebe nochmal Obba was. Ja, ich habe auch noch Blut, aber ich Huntet sonst anscheinend. Auch. Wahrscheinlich ist der Ausgang im Keller offen. Ja, Huntet unten, glaubst du? Ja, ich glaube schon. Also. Oh, das glaube ich. Es kann sein, dass es Arschstand hat. Die anderen habe ich gerade kontrolliert und da sind sie gefunden. Gut. Wo denn? Im Keller. Okay, ich komme auch runter. Ich höre euch auf jeden Fall. Gut. Komm. Ja, habe ich gefunden. Keller, die ist raus. Oh. Hab sie. Oh, nice. Let's go. Nice, 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 nice. Aber ganz knapp, ne? Das war knapp, ja. Ja. Eieieiei. Ja, sehr gut. Ist vorbei. Sehr gut. Glück warst du da. Ich habe nicht genug Schaden gemacht. Ja. Na gut, wie viel haben wir getötet? Ein. Zwei. Drei? Ah, voll gut. Okay, Vorsicht, Vorsicht. Ich bin so vorsichtig. Ich habe mein diesmal Outfit extra geändert. Du kannst halt bei Hand Showdown eine halbe Stunde spielen und den perfekten Moment vorbereiten und dann in 10 Sekunden alles verkacken, was ja. du dir eine halbe Stunde. Das ist schön. Das ist wirklich schön. Ich bin Leland. Ich bin Sonny. Starke Hodenschmerzen. Seid ihr ein bisschen gestört? Ich habe so starke Hodenschmerzen, weil die mein so Hoden. Die hängen so tief, die knallen immer gegen meine Kniescheiben. Oh, manche wollen die tief, ne? Schleifen die auf den fucking Boden, no! Manche wollen die tief, ne? Au! Autsch! Die hat mich der hat mich fast umgebracht. Ja, das ist die Stärke von Bubba. Wenn er seine Säge auflädt, dann kann er dich one-shotten. Okay, meine Kinder, alles wird gut. Deine Mutter kann mich one-shotten! Deine Mutter kann ich one. So, ich habe jetzt 2 Dietriche und ich werde sie benutzen. Okay, sehr gut, weil dann sehe ich ja gleich, wo du rauskommst. Nee, ich hab das Perk diesmal nicht mit, dass ihr das seht. Aber ich hab's. Aber eigentlich, ich habe mich versteckt. Ich sehe dich doch, du stehst ja neben mir. Aber eigentlich ist es ja auch gut, wenn man generell einen Dietrich immer im Repertoire hat, oder? Ja, deswegen, ich mache das jetzt auch noch nicht auf. Ich hole mir jetzt noch einen neuen Dietrich gleich. Oder, nee, boah, ich höre euch alle doppelt. Was habt ihr gemacht? Hä? Hast du Ingame-Voice-Chat angemacht? Nee, oder? Hast du vielleicht irgendeine Taste gedrückt? Yes, yes. Oh cool, ich habe einen Dietrich. Sehr gut. So, also wir können jetzt hier aus der Tür raus, ja. wenn wir Lust haben. Ich bin ready. Oh nein, ich bin tot. Oh nein. Also ich bin tot. Echt? Och Mann, Seth, warum? Weil Baba mich sofort gefunden hat. Oh, sorry, das war sehr dumm. Nein, nicht rennen. Oh, er sieht dich doch gerade. Shit. Es ist egal. Ja, es ist wirklich egal. Wirklich? Oh mein Gott, also wie laut will man sein, ne? Und du rennst mir auch noch hinterher. Okay, lass mal gucken, was brauchen wir? Seth ist ja nicht mehr da, ne? Oh, ich seh den Opa. Wohin gehen wir jetzt am besten? Ich bin noch da. Noch bin ich nicht tot, aber ich weiß nicht, wie ich mich hier Ich hab Angst. Weil ich nicht weiß, wohin. Was macht man in so einer Situation, außer hysterisch sein und durchdrehen? Ach, rumschreien. Ja, das ist ein guter Plan. Ich finde es so eklig, weil ich auch nichts richtig höre, ne? So leise. Hilfe, ich habe Angst. Ich mache das jetzt auf. Ich weiß auch nicht, wohin, ne? Oh Gott, Hilfe. Ich habe einen Weg gefunden. Gut. Also ich habe gar nichts geschafft. Ich bin in diesen einen Raum und da war Baba. Und ich war sofort One-Shot. Gott, ey, wie laut willst du sein? Okay, hier ist Blut, das ist nicht Blut. Irgendwer ist raus. Papo? Nein, nein, nein. Ich mach nur einen Dings auf. Eine Tür auf. Hier ist ein Exit. Schloss knacken. Oh ja, das wäre geil. Bitte, 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 bitte. Oh Gott, bitte lass da jetzt niemand kommen. Ah, fuck. Oh Gott, weiß niemand, wo die Killer sind? Nee, leider nicht. Oh doch, actually, ich hab's eingefunden. Ich hab einen Killer gefunden, ist auch witzig, oder? Ja. Jemand muss mich nur mit dem Popel beschnäpsen und ich bin tot. Oh Gott. Das ist ja furchtbar, was ich hier gerade mache.
Oh Gott, ich glaube, da kommt jemand. Oh Gott, wie lang kann man denn da rumfuchteln und niemand kommt? Oh Gott, da kommt jemand! Ah! Mach auf! Lauf, Girl! Lauf, Girl! Oh mein Gott. Okay, und jetzt? Hier stand Ausgang und wo muss ich jetzt hin? Gott, Hilfe. Ich weiß nicht, wohin. Hier stand Exit, aber es ist kein Exit da. Ah, sie hat mich gefunden. Hier ist ein Exit. Wo ist hier kein Exit? Habe ich eine falsche Tür geöffnet? Warum ist hier kein scheiß Exit? Ich dachte, hier wäre ein Exit. Hallo? Oh, da hinten ist eine Tür auf, glaube ich, oder? Ich weiß nicht, wohin. Ich weiß nur, wohin ich gehen muss. Warte mal, wer läuft denn da? Was ist da hinten rum? Ist einer von euch oder ist das ein Gegner? Hier hinten ist, glaube ich, ein Exit jetzt. Aber ich habe jetzt... Weiß nicht, wo hinten ist. Oh, hallo Leland, bist du das? Ja. Hallo, hallo. Oh, hast du Heilung, Alter? Ja, hier ist Heilung. Komm hin. Die, ich hab's mal aus dem Keller geschafft. Shit. Ja, hier ist Heilung. Ich brauche noch einen. Lockst du mich jetzt in deinen Süßigkeiten-Van? Nein. Oh, ich höre besser als nichts, sagt er. Oh Gott, bitte lass da. Ich brauche keine Gesundheit, ich brauche einen Kack-Dietrich. Ich habe hier den Ausgang gefunden. Ich bin tot. War da der Ausgang, Papo? Da ist der Ausgang, ja. Shit, bei mir auch. Ja, aber da ist auch Baba. Baba Jackson? Ja, dann im anderen Ausgang, würde ich sagen, oder? Man muss wirklich... Oh, das ist die andere! Man muss wirklich die Dietrich hier holen, ne? Jetzt habe ich keinen gehabt. Hier also die Conny macht gerade den Generator aus. Das heißt, da kann man gleich rauslaufen. Und wo ist das? Das weiß ich nicht. Shit, ey. Das war eine Nullrunde. Das war 10 Minuten im Keller vor sich hin bluten und dann... Oh, kacke. Ich hätte echt entkommen können, hätte ich noch einen Kack-Dietrich jetzt, ne? Ich hab's verkackt. Ich hab's verkackt, Leute. Hätte ich doch nur noch einen Dietrich gehabt. Warum chillen die da jetzt? Der eine Ausgang ist schon auf. Wo? Ja, draußen. Gute Frage, wo. Aber sie hat den Strom ausgemacht und der Ausgang ist fertig. Das heißt, du kannst, wenn du da hinkommst, du brauchst keinen Dietrich mehr. Du brauchst nichts. Nee, meinst du? Weil hier ist auch ein Ausgang. Ist alles offen. Es ist alles offen. Aber welche, die Tür, wo ich bin, nicht? Nee, das stimmt. Deswegen für den Fall der Fälle. Und wo sehe ich? Da, wo die, siehst du die rote Tür? Ja. Da. Da musst du hin. Okay, habe ich jetzt Zeit oder läuft es auf Zeit? Das ist einfach offen. Ja, es kann sein, dass sie den Strom jetzt wieder anmachen. Dann ist es halt wieder zu, aber... Shit, ich bin so am Arsch. Oh Gott, Hilfe, oh Gott, ich hasse das Spiel. Ich will doch nur raus, ich weiß gar nicht mehr, wo die Tür ist. Versuch's jetzt hier beim Ausgang, also wenn hier einer ist, weil auf der anderen Seite dir zu kommen, schaffst du, glaube ich, nicht mehr. Hier war ja eine. Und da liegt ich. Da liegt Papo. Ich chill eine Runde. Da jetzt vorne ist eine. Oh ja, actually. Das sollte vielleicht sogar ein Ausgang sein, ja. Weißt du, wie das geht? Ja. Okay. Oh Gott. Lebt ihr noch oder bin ich die Schneller. Einzige? Nee, nein, du bist jetzt Überlebende. Die Einzige. Du bist die Einzige, ja. Du kannst auch E drücken, ne? Mach ich. Also so anklicken. Ja. Ich verstehe auch nicht, wie das geht. Okay, jetzt geht's deutlich schneller. Mach schneller! Nur nicht in die Richtung brechen. Was? Okay, nice. Und jetzt? Wohin? So. Komm mal nach links. Ist der Strom hier an? Wie? Okay, du musst jetzt. Was muss ich tun? Du musst mal ein bisschen umgucken. Ich würde sagen, hinter dir irgendwo. Muss ich jetzt hier irgendwas anmachen oder wie? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, du kannst hier einfach irgendwo rauslaufen. Immer Richtung Zaun, genau. Dann nach rechts. Hast du deine Fähigkeit aktiviert gehabt? Ja. Oh. Ich komme nicht. Ah, da hinten ist ein Gate. Ah, da vorne. Ja, das ist ein Gate. So, der Strom hier ist aus. Das heißt, oh, ja, du ich kannst kann da raus, oh wenn es offen ist. Oh Gott. Also, kannst du noch oh Gott. Nein, bitte. Nein! Nein, das gibt's doch nicht. Oh Mann, wollen die mich verarschen? Stillstehen? Ja. Stillstehen, ja. Noch nicht bewegen, noch nicht. Und jetzt kannst du wieder. Waren drin noch Dietriche? Nee, aber vielleicht hier draußen ist doch. Nee, auch nicht, oder? Nee, hier werden keine sein. Das glaube ich nicht.
Kann ich rennen, oder? Ja, außer bei den Hühnern, das hören die sonst. Oh, da sind die Dietrich, nice. Oh Gott, bitte. Ah, Dietrich, ja. Bitte, mach. Bitte. Ja. Nicht laut machen. Nee, genau, weil du es noch aufknacken musst. Oh Gott, ich sterbe. Oh shit. Nice. Okay. Ja. Stay calm. You can lose this. Nicht rennen. Shit. Jetzt wird's knapp, ne? Nee, nee, alles gut. Kann ich jetzt gehen? Du kriegst das hin. Ja, ja. Ich hab Angst, dass die jetzt gleich kommen und mich töten. Komm auch gleich. Oder dass die den Strom ausmachen oder so eine Scheiße, ne? Dann hab ich ja echt die Arschkarte. Okay, schnell. Ganz ruhig, Knur, ganz ruhig. Nur nicht den Dietrich zerbrechen. Jetzt mit Fingerfertigkeit. Filigrane Finger. Ach, der zerbricht, wenn man dazu. Ja. Das kann ich jetzt machen, ne? Das sieht er nicht. Du kannst es machen, ja, das sieht er nicht. Ja, jetzt ganz ruhig, Knur. Nur nicht abbrechen, Knur. Mann, jetzt, oder das ist doch. Und jetzt rennen, Knur. Rennen! Ja! Rennen, ja! Oh Gott, Jimmy. Ja! Oh, yes! Ich bin so stolz auf dich. Oh. So gut. Mein erstes Mal und ihr wart alle dabei. Oh Gott, ey, furchtbar. Oh, mir ist schlecht. Jeden Morgen, wenn ich aufstehe. Dein Zustand verschlechtert sich, du musst fliehen. Okay, so, ich habe mich befreit. Ich suche... Jeden Tag auf der Gamescom, dein Zustand verschlechtert sich, du musst fliehen. Fliehe! Entkomme der Familie. So, wir haben so ein Community-Treffen, dein Zustand verschlechtert sich, du musst fliehen. Ich habe auch auf Twitter gepostet, wie die Community-Treffen bei mir waren und habe den Leuten gesagt, wenn jemand fragt, schickt denen dieses Video. Und es war einfach von Herr der Ringe, wo diese Ork-Armada auf... Wie geil. Mit übelsten Kampfschreien. Oh, witzig, ey. Süß. Oh, shit. Ah, hier könnte ein Dittrich sein. Gib mir Dittrich. Schön, dass die auch alle immer die gleiche Werkzeugkiste gekauft haben. So bei Ikea ja, 20 ja, ja. Mal die blaue. Ja, ja, genau. So Amazon-Stück zahlt 20 Mal, ja. Hey, Sissi, wir brauchen doch die blaue Werkzeugkiste für den Keller. Genau so. So, ich durchsuche okay, nochmal. Ich habe zwei Dietriche. Ich habe einen. Ditzi. Lass mal zusammenkommen, so Hand in Hand. Über den Dönerstand. Hintern ein Hintern. Wo seid ihr denn gerade? Auf dem Weg zur Brotbox. Ich hab auch zwei. Ich hab auch zwei Dittriche, meine Freunde. Ja, ich klaue mir auch gerade einen. So, ich kann jetzt eine Tür öffnen, soll ich? Ich mach aufmachen, jetzt auf. Ja. Also nur aufschließen, ja, aufmachen. Genau. Wenn du es wagst. You can count on me. You can do it if you will. Oh mein Gott, ich hab mich erschrocken. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Ich hoffe, ihr schleicht hier gerade rum. Okay, ist offen, aber nicht geöffnet. Oh, oh ja, seht ihr? Ich bin bei dir. Ich bin bei okay. dir. Okay, Seth, kommst du? Ich hab den Ort gefunden, wo. Please! Ich hab hier Seth, was Eigenes zum Aufmachen. Dich jetzt. Seth, okay, dann gehen wir jetzt raus. Ja, geht raus, bitte. So, Knu, wir bleiben zusammen, okay? Ja. Wir bleiben zusammen. Wir machen das jetzt. Stehen bleiben. Oh, ich sterbe! Oh, stehen bleiben, Papo, der sieht dich. Ja, ich kann leider nicht stehen bleiben. Oh Mann. Jetzt hast du mich auch ermordet. Somit sind wir beide jetzt am Arsch, weil die kommen zum Campen uns an der Leiter ab, oder? Nee. Okay, ich gehe hier durch den Schlitz raus. Schlitz sagt man nicht. Ich komme mit. Ich wollte auch schon immer mal da raus. Oh. Super. Oh Gott, Papo. Okay. Wir warten. Oh, er wurde jemand verpetzt. Okay, und jetzt gehen wir hier lang. Komm mit. Ich glaube, der Dumbatz hat die Türen aufgemacht. Okay. Das ist gut. Nee, hier ist Brunnen. Okay. Wir müssen gucken. Ich habe noch einen Dietrich. Dumbatz. Sollen wir hier nochmal nach Dietrich gucken sonst? Wenn du noch einen Platz hast, dann ja. Ja. Wartest du bitte auf mich? Ja, ich habe das Schloss geknackt. Okay, sehr gut. Ich komme in die Tür da, ne? Ja. Oh, ich okay, ich habe noch einen Dietrich. Sehr gut, ich komme. Ich komme. So. Oh, der ist offen.
Der Rando klebt an mir. Ich sehe euch. Guck mal nach oben. Ja, ja, ich sehe es. Ich sehe es. Ich habe eine Sicherung. Ach, witzig. Geil, geiler Typ. Der geilste. Okay, jetzt müssen wir den Stromkasten finden. Wo bist du denn? Du bist verschwunden. Ich bin hinter dir. Hier. Okay. Ich gehe wieder hier rein. Ich weiß nicht, vielleicht müssen wir hier doch weiter. Irgendwie Angst. Nur nicht durch die Knochen durchrennen, ne? Ja. Ah, hier geht's lang, glaube ich. Hier geht's lang, genug. Wo bist du? Oh, ich hab dich. Ja, ja, ja. Oh, und hier Gott. Müssen wir aufknacken. Hier müssen wir aufknacken. Ich mach mal die Tür zu. Mach mal die Tür zu, dann mach ich. Ja, 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 mach ich. Wo seid wo ihr? Bist, wo bist du, Seth? Warte doch mal. Ich hol dich ab, ich hol dich ab. Knut, du machst hier nein, die Tür du musst, ab, okay? Musst mir sagen, was kommt. Mach die Tür zu, ja, bitte. Ich bin hier. Sehr gut. Dass ich auch nicht rumgucken kann, ne? Ich komme wieder rein. Ich bin gespannt, ob sie es ändern. Dass ich wenigstens nach hinten gucken kann. Oh, wir sind alle hier. Okay, sehr gut. Ja, sehr gut. Mach okay, die Tür auf, oder? Ja, die Tür ist auf. Kommt raus, Ich hab noch ein Schloss. Okay, dann geh du zum Schloss da vorne. Du kannst es schon aufknacken. Ich mach hier den Generator aus. Okay. Oh nein, das dumme Huhn. Actually, Seth? Seth, bist du bei mir? Ja, nein. Wo denn? Draußen beim Generator. Draußen? Ich prügel den gerade. Ich verprügel den richtig. Kreis! Okay. Ich weiß nicht wo. Ich bleib lieber bei Gnu. Ich verlaufe mich hier. Das ist mir zu krass. Ja, guck, ob was kommt. Das wäre gut. Du bist nicht bei Gnu, glaube ich. Ich bin bei... Kommt da jemand? Nee, das sind... Wo bist du? Seth, wir sind frei, ne? Okay. Ich weiß nicht wo. Hä, hey, du musst doch durch. Hä, hey, da wo du die Knochen gemacht hast, durch das Loch durch und dann durch die Tür raus. Aber ich weiß nicht, welche Tür. Oh. Aber Seth, du weißt doch, wo das Loch ist. Da gibt's nur eine Tür. Seth, wo bist du? Ich weiß nicht wohin, Alter. Seth, wo bist du? Hä, wo bist denn du hingelaufen? Ich bin nirgendwo, ich bin da gestanden. Ja, hey. Ach, da ist eine Tür. Sorry, ich wollte dich abhauen. Ups. Seth, komm! Sprinte! So, ich muss doch mal pinkeln, ich brauch eine Ausrede. Die Tür guck mal, hier mit den, Fenster. Guck mal in den Dings rein. Tschüss. Hey, wenn jetzt die Tür zugeht. Wir sind alle entkommen, ne? Einfach alle vier. Guck mal, die anderen rennen schon da hinten. Alle. Ich block dich. Kommt jetzt wer? Ich glaub nicht. Die kommen hier auch gar nicht hin, ne? Doch, eigentlich schon. Ja, aber... Lass mal ein bisschen Lärm machen. Ich glaube, die schneiden es halt gar nicht, denn? Ne? Da beim Hühnchen. Beim Chicken. Ich mach den Generator einfach wieder an, okay? Das Chicken. Oh ja. Ey, nicht, dass jetzt die Tür wieder zugeht, ne? Ja, du kannst sie ja schon mal rausstellen. Stopp. Du, genau, wenn du beim... Du kannst dich bis zum Ende vom grünen Auto stellen, aber dann nicht weiter... Stopp! Genau. Dann kannst du schon mal nicht rausfallen. Glaube ich. Seth will's wissen. diese Posture von ihm, ey. Ich glaube, die wissen wirklich gar nicht, wie das Spiel funktioniert. Kann das sein? Nee. Die sehen uns ja auch nicht. Ich hab keinen Killer gesehen. Sind die ich alle schon. Raus? Stimmt, wir hatten das ja auch das Problem. Ich habe auch keinen einzigen gesehen. Doch, wir haben nur einen gesehen, den Koch. Aber wir hatten ja auch das Problem, dass die nur zu zweit sind. True. Oh mein Gott. Vielleicht sind die auch raus. Nee, ich glaube, dann wäre die Runde vorbei, oder? Bleib stehen. Ja, okay. Ich will dich heilen für Punkte. Freund heilen. So erstmal. Oh, so heilt man also Freunde. Ja, schön von hinten. Aha, oh ja, oh, du interessant. Schützt mir alles in den Ausschnitt. Ja, das ist gut. Ja, du küsst mir hinten in den Jeans, Alter. Oh Mann, ey. Yes. We did it, was eine gute Runde. So Leute, das war's von The Texas Chainsaw Massacre. Mein Fazit ist, es ist definitiv, für mich ist es definitiv cooler als Survivor. Ich glaube tatsächlich, wenn man ein cooles Killer-Team hat, macht es auch sehr Spaß. Vor allem, wenn du dich auf der Map auskennst und genau weißt, wie die Survivor entkommen können und in welchem Bereich die sich gerade finden und was sie tun müssen, um Türen zu öffnen.
Das dauert ein bisschen, deswegen, ich bin auch wie bei Dead by Daylight eher der Survivor-Fan, muss ich sagen. Da waren richtig spannende Runden dabei. Jetzt seid ihr in der Reihe. Tipps und Tricks für Killer und Survivor gerne in die Kommentare. Ich hätte Bock, das Game auf jeden Fall weiterzuspielen. Und sorry, wenn ich ein bisschen lost bin. Das ist manchmal ein bisschen schwierig mit Chat und Leuten im Sprachchat und allem drum und dran. Auch mit dem Skillbaum, da auch gerne viele Tipps und Tricks, weil da kenne ich mich noch gar nicht aus, was gut ist. Ich sage danke fürs Zuschauen, über den Daumen nach oben, würde ich mich sehr freuen, über ein Abo auch. Und wir sehen uns in den nächsten Videos.